Hallo, Füchse, willkommen zu einem neuen Part von System Shock 2. In der letzten Folge haben wir das Dings hier geöffnet und suchen diesen komischen Typen. Wow. Eine große Pflanze. Das ist Zeitschrift. Okay, ist unnötig. Ein Log. Wir haben ein Funksignal von der Oberfläche von Tau Ceti 5 empfangen. Ich verhandelte mit Captain Diego von der Rickenbacker und nach einigen zwingenden Argumenten stimmte er zu, zusammen auf dem Planeten zu landen. Stell dir vor, diese geschichtsträchtige Mission kann also noch historischer werden. Erst Kontakt. Und wer wird die Exklusivrechte für alle Medien, Patente und Landschenkungen erhalten? Drei Optimum. Miri, ich hab dir ja gesagt, das würde sich lohnen. Okay. Da ist etwas Zeug. Ach, wir haben keinen Platz mehr. Na toll. Okay, egal. Ich könnte eigentlich so eine PSI-Spritze nehmen, aber nee. Was? Okay, komme ich hier durch? Ich habe mich erschrocken. Okay. Was ist das hier? Ah, Kotze. Ja, hier ist ja nichts. Toll. Hallo. Bisschen schleichen. Wir dürfen die Kameras nicht vergessen. Die gibt's ja auch noch. Oh, kann ich hier die ausstellen? Weil da war eine Kamera drauf. Ach, das ist ein Log. Verdammt, diese Bronson und ihre blöden Methoden. Sie hat schon wieder den Code für das Waffenlager im Medizinbereich 2 geändert. Jetzt muss ich zurück auf Deck 4 und den Code herausfinden. Die sollte jemand mal fertig machen. Oh. Das sind irgendwelche Upgrades. Mehr Platz wäre eigentlich nicht schlecht. Gibt's das? Da. Also so drei Teile mehr, aber es ist nicht gut. Alle Items sind... nee. Nein, unnötig. Nee. Nee. Nein. Nee. Mehr Movement Speed ist eigentlich ganz gut, aber... Oder das. Mehr Leben, das nehme ich. Ich nehme immer mehr Leben. Mehr Leben sind mehr Leben. Ach, hier sind solche Upgrade-Teile. Gut. Ich wollte ja eh was upgraden. Ist hier eine Kamera? Nein. Ach, wollte ich upgraden. Jetzt können wir nämlich Pistolen benutzen. Hey. Was bist du? Tech. Besseres Hacken? Nee. Du bist ein Automat. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Ja, das ist eigentlich nicht so toll. Dann gucken wir nochmal bei PSI. Ich wollte ja noch das da haben. Was gibt's eigentlich hier? Oh, Heilung. Das ist... Das ist toll. Wir nehmen Heilung. Wow, das ist gut. Haben wir noch irgendwie... Nein, jetzt haben wir keine Module mehr. Ist ja nicht schlimm. Das hat sich trotzdem sehr gelohnt. Da gehen wir gleich rein. Die Wachen sind alarmiert worden. Der Ruhm der Masse verlangt, dass sie gefangen oder vernichtet werden.
Okay. Ist das gut? Ist das schlecht? Eine leere Kiste, was bist du? Behälter? Leer. Hier gibt es noch ein paar Chips, aber die brauchen wir jetzt gerade nicht. Oh mein Gott. Geh weg. PSI-Kräfte niedrig. Okay. Eigentlich könnten wir jetzt mal die Waffen probieren, weil dann können wir die wegwerfen, wenn die leer sind. Mal schauen, ob die gut sind. Oh, Kamera. Wo ist die? Fuck. Die haben uns gesehen. PSI. Stopp-Alarm, bitte. Okay, Alarm ist aus. Geh weg. Scheiße. So, ein bisschen Heilung ist nicht schlecht. PSI brauche ich auch mal wieder. Hi. Der hat eine Waffe. Der hat eine Waffe. Hi. Au. Oh, ist das dein Ernst? Ja, das lief nicht so toll. Na toll, und was jetzt? I. Oh, eine Apfeltonne. Ne. Okay, also, wir sind angeschlagen. Das ist nicht toll. Aber wir haben ganz viele Heilungsspritzen, dann nehmen wir die. Die Pistole ist scheiße. Gut, ausreichend. Dann nehmen wir erstmal die schlechte. Dann verballern wir die alle. Und dann werfen wir die weg. Was war das? Denken Sie daran, dass Beschränkungen bezüglich der Replikatoren den Gemeinwohl... Wolfs ist nicht hier. Also ist er wohl in seinem Büro im Forschungsbereich. Vielleicht hat er ja irgendwo noch eine Forschungszugangskarte. Sehen Sie sich einmal um. Ja, ich habe jetzt gerade eine aufgehoben. Wo ist die hin? Sehr gut. Ich sende Ihnen weitere Module. Danke. Oh. Ob ich da hochkomme irgendwie? Nee. Okay, ach da. Achso, also es war jetzt gerade sein Büro. Den Typen, den wir finden wollten, der war nicht da. Oh, eine Leiche. Das ist aber, glaube ich, nicht er. Hallo, Abhalt. Oh. Was ist das? Hä? Geht das hier da rein tun? Ja. Okay, was auch immer das ist. Braucht das jetzt? Ja. Okay. Dann tue ich das erstmal weg. Vielleicht ist es ja für einen Boss oder so gut. Ich glaube, es gibt Bosskämpfe. Da. Marie, tut mir leid, dass ich mich nicht gemeldet habe, aber ich habe an dem Artefakt gearbeitet, das Bayless von Tossetti 5 zurückgebracht hat. Ich habe eine Analyse der dritten Ebene durchgeführt. Ich glaube, es handelt sich um eine Art künstliche Intelligenz. Ich habe in ihrem Speicher eine Audiodatei gefunden. Hör dir das mal selbst an. Das ist gruselig. Marie, ich glaube, das Ding spricht Deutsch. Okay. Folter. Toll, du bist fantastisch, weißt du das? Ich habe die ganze Zeit versucht, nicht an dich zu denken. Was für ein Idiot ich war. Ich liebe dich, Rebecca. Und jetzt habe ich einen Plan. Ich habe mich beim Kapitän eingeschmeichelt, damit er mich von der Rickenbacker zum Liaisonsteam auf der von Braun versetzt. Bald wird uns nichts mehr trennen können. Ja, dann machen wir ein bisschen mehr Ausdauer, weil mehr Leben sind mehr Leben. Okay, was ist das jetzt? Ah, wir sind wieder am den hier. Das hört man an der Musik immer. Hier war die Kamera, okay. Ich hol mir mal eben ein paar PSI-Spritzen. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Hat er nicht, okay. Kann ich mir... Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Das lohnt sich nicht. Dann nehme ich eine normale Spritze.
Das hört ihr, oder? Okay. Wo ist der? Er hat doch noch die Batterie, oder? Nee, das haben wir schon längst. Nee, haben wir nicht mehr. Ich auch doch. Wir brauchen einen Code. Okay. Also irgendwo war ganz klar ein Ort, wo ich eine Speicherkarte brauche. Daran erinnere ich mich noch. Und wir sind ganz bestimmt nicht ohne Grund hier. Wo ist hier das Fenster? Das war hier nochmal. Okay. Ich erinnere mich nicht. Oder? Waren wir hier schon mal? Ach, hier brauchten wir die. Ja! Hervorragend. Ich sende Ihnen einige Cybermodule. Überlegen Sie gut, wozu Sie sie verwenden. Scheiße! Da ist eine Kamera. Verdammt. Okay, PSI. Stoppalarm, 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 Stoppalarm. Nee, ich wollte die andere Waffe. Die wollte ich. Die schlechte. Oh! Das war gemein. Ich mag die Musik übrigens sehr. Okay. Oh mein Gott, das ist eine Schussanlage. Das ist die Schussanlage auf der anderen Seite. Da liegt was. Aber es ist nur Munition, okay. Eine Leiche. Ist hier noch was? Nein, okay. Dann müssen wir hier lang. Ich speichere lieber mal, bevor ich sterbe. Okay. Nein, glaube ich nach. Ich habe nachgeladen. Ist doch schlecht. Ach so. Lassen Sie ihn nicht sterben, bevor er Ihnen die Nummer mitgeteilt hat. Lies auf. Schreibtisch, der leer ist. Okay. Eine Leiche. Was ist das? Ein Einweg-Wartungswerkzeug. Ziehen Sie das über eine beschädigte Waffe. Okay. Brauchen wir eigentlich nicht. Weil wir sind ja eh voll auf PSI ab. Oh, ein Aufladeteil. Habe ich eine Batterie gehabt? Nein. Okay. Ah, das Ding kann ich aufladen. Okay, dann benutze ich das, wenn ich das aufladen kann. Ein Lock. Ich glaube, ich habe noch eins aufgehoben gehabt, ne? Nee. Anatoli, ich spiele bei diesen Intrigen okay. Nur zu einem gewissen Punkt mit. Dann reicht's mir. Reden wir mal Klartext. Wir können uns gegenseitig nicht ausstellen. Wir haben bei dieser Mission jeweils unsere eigenen Ziele. Also, hier ist eine Warnung. Ich lasse mich nicht ausmanövrieren, betrügen, manipulieren oder bestechen. Gehen Sie ehrlich mit mir um und sparen Sie sich Ihre Tricks für die nächste Aufsichtsratssitzung. Nur weil mein Vater ein Gauner war, bin ich noch lange keiner. Okay. Wo? Ach, verdammt, schon wieder. Ich bin echt schlecht, ne? Los. Okay. Da waren... Ach, das war Munition. Okay, wir haben eine Schrotflinte erhalten, aber die können wir noch gar nicht benutzen. Deswegen sparen wir jetzt für... Okay. Wir sparen jetzt für schwere Waffen. Damit wir... eine Schrotflinte benutzen können. Bist du tot? Ja. Das ist eine Pistole. Ein Schuss, ja, eigentlich miserabel, ne. Dann kannst du die behalten. Den haben wir gerade getötet. Eine Spritze. Sie sind nicht tot. Oh. Sie wollen dich, verstehst du? Sie wollen dich als Wirtskörper. Hau ab. Verdammt. Das ist nicht so toll. Ich gebe mir Mühe. Ich bin aber nicht gut.
bleib doch mal hier. Ist es dein Ernst? Hier bin ich. Okay, erstmal hören wir uns die beiden Dingens an. Autopsie und Wartungsschacht. Es ist jetzt 16:30 Uhr. Autopsie an A. Watson. Wir machen nun den ersten Einschnitt. Halt sie fest, ich versuch's. Oh, okay. Wartungsschacht. Schon gut, reg dich ab. Der Zugangskurs zum Schacht ist 1, 2, 3. Okay. Okay, aber ich beende jetzt schon die Aufnahme, weil ich habe das Halsschmerzen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.